Dieses Video soll die Zusammenhänge des Untersuchungsberichts der österreichischen Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes veranschaulichen. Es wird darauf verwiesen, dass es keine detaillierten Abläufe und Zusammenhänge des Flugunfalls vom 29. Mai 2009 darstellt. Vielmehr soll es als visualisierte Hilfestellung den Hergang des Unfalls erläutern. Eine Sicherheitsuntersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung EU Nummer 996/2010 und dem Unfalluntersuchungsgesetz Bundesgesetzblatt Teil 1 Nummer 123/2005 in der gültigen Fassung. Das einzige Ziel der Sicherheitsuntersuchung ist die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen. Die Ermittlung der Ursachen impliziert nicht die Feststellung einer Schuld oder einer administrativen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Haftung. Am 29. Mai 2009 um 20.07 Uhr startet der Pilot das Luftfahrzeug der Type DA-42 zu einem Flug vom Flughafen Graz-Thalerhof zum Flughafen Niederöblan, um von dort nach dem Absetzen eines Kindes zum Flughafen Salzburg zu fliegen. An Bord der DA-42 befanden sich der Pilot, dessen Ehefrau und deren minderjähriges Kind. Der Pilot war auf dem Luftfahrzeug erfahren und es konnten an diesem Tag bei ihm keine Anzeichen von Ermüdung oder Erschöpfung aufgrund vorangegangener Flugdienste festgestellt werden. Da das ursprünglich geplante Luftfahrzeug aus technischen Gründen nicht einsatzbereit war, musste noch vor dem Start am Flughafen Graz auf ein anderes, typengleiches Ersatzluftfahrzeug gewechselt werden. Dieser Luftfahrzeugwechsel inklusive der Koordinierung der Verfügbarkeit des neuen Luftfahrzeuges und aller damit verbundenen Aufgaben erledigte der Pilot in 33 Minuten. Dies geschah aufgrund des herannahenden Beginns der bürgerlichen Abenddämmerung unter hohem Zeitdruck, da der Pilot noch bei Tageslicht auf dem Flughafen Salzburg zu landen beabsichtigte. Die bürgerliche Dämmerung endet am Abend und beginnt am Morgen, wenn sich die Mitte der Sonnenscheibe 6 Grad unter dem Horizont befindet. Sichtwetterbedingungen sind Wetterverhältnisse ausgedrückt in Werten für Sicht, Abstand von den Wolken und der Hauptwolkenuntergrenze, die den festgelegten Mindestwerten entsprechen oder darüber liegen. Aufgrund dieses engen Zeitrahmens wurden wesentliche Aufgaben, die zu einer Flugvorbereitung gehören, vom Piloten verkürzt durchgeführt. Dabei wurde auch auf die Abänderung der Freigabe einer Benutzungsgenehmigung, in der fliegerischen Fachsprache PPR genannt, für den Flugplatz Niederöblan vergessen. Das hatte zur Folge, dass eine Landung am Flugplatz Niederöblan nicht unter vorschriftsmäßigen Bedingungen möglich gewesen wäre. Ebenso wurde die notwendige und durch den Luftfahrzeugerzeuger vorgeschriebene Überprüfung der Triebwerkssteuerung vor dem Start nicht durchgeführt. Es konnte zudem nicht festgestellt werden, dass eine Wetterberatung durch den Piloten eingeholt wurde. Auf der Flugroute von Graz nach Niederöblan kam es zu einer Wetterverschlechterung, welche die Weiterführung des Fluges unter Sichtflugwetterbedingungen infrage gestellt hat. Meteorologische Einflüsse hatten daher eine Auswirkung auf den Flugverlauf. Der Pilot beabsichtigte, trotz schlechter werdender Sicht und beginnendem Schneeregen im Gebiet kurz nach der Ortschaft Judenburg, Bundesland Steiermark, dem Pölsental Richtung Norden zu folgen und begann einen Sinkflug, um Bodensichtkontakt zu halten. Das führte zu einem Überfliegen des Ortes St. Johann am Tauern in sehr geringer Höhe. Die abnehmende Flugsicht und die an den Hängen aufliegende Schichtbewölkung samt Schneeregen erschwerten die Sichtflugnavigation zunehmend.
Mit einem kurz nach St. Johann am Tauern eingeleiteten Steigflug beabsichtigte der Pilot, der Bundesstraße Richtung Trieben zu folgen und in das Paltental einzufliegen, um weiter nach Westen entlang des Ennstals zum Zwischenzielflugplatz Niederöblan zu gelangen. Als Ergänzung zur terrestrischen Sichtflugnavigation wurde ein GPS-Gerät zur Navigation herangezogen. Für diesen Zeitabschnitt meldet die offizielle Wettervorhersage GAFOR, General Aviation Forecast, die für den Raum Trieben verfügbar gewesen ist, dass diese Route nur für Piloten, die in Sichtflugnavigation sehr gut trainiert und mit genauer Ortskenntnis ausgestattet sind, geeignet gewesen wäre. Der Flugverlauf führte entlang der Bundesstraße 114 folgend, südlich der Ortschaft Hohentauern, dem Höhenprofil des Berges entlang. Im Gebiet der Ortschaft Steinbrucker ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der Pilot den Sichtkontakt zum Boden verloren hatte und es zum Einflug in eine Wolkenschicht bei sehr eingetrübter, wahrscheinlich nicht mehr vorhandener Außensicht gekommen ist. Der Pilot leitete einen leichten Sinkflug ein, was den Rückschluss nahelegt, dass er die Wolken unterfliegen oder aus den Wolken ausfliegen wollte bzw. in Unkenntnis seiner aktuellen Position angenommen hat, den Berg Schwarzkogel bereits passiert zu haben und sich im Paltental zu befinden. Der Überflug des Schwarzkogels war daraufhin aufgrund der geringen Flughöhe nicht mehr möglich. Es kam zum Kontakt des Flugzeuges mit Bäumen. Dieser löste den weiteren Unfallhergang aus. Auf einem ca. 150 Meter langen Absturzweg samt sukzessiven Verzögerungsvorgang kam es zur schrittweisen Ablösung diverser Bauteile und Komponenten des Luftfahrzeugs DA-42. Die lediglich auf der Unterseite unversehrte Passagierzelle kam zwischen Bäumen eingeklemmt zum Stillstand. Die Passagiere und der Pilot wurden angeschnallt in ihren Sitzen aufgefunden. Sie kamen während des Unfallhergangs zu Tode. Im Rahmen der Ermittlungen der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes hinsichtlich der Überlebenschancen bei einem derartigen Absturz wurde auch eine forensische Untersuchung und eine Blutspurenanalyse an Bauteilen des Luftfahrzeuges durchgeführt. Mehrere Sachbeweise deuten darauf hin, dass der Kabinenhaubenverschlussmechanismus bzw. der kraftübertragende Baudenzug zum Tod der Luftfahrzeuginsassen beigetragen hat, indem er während des Unfallhergangs aus seiner Ummantelung gelöst wurde und den Piloten sowie die Passagiere touchierte. Im Rahmen der forensischen Analyse und der Rekonstruktion der Unfallsequenz konnten auf diesem Bauteil der Kabinenhaube Blutspuren nachgewiesen werden. Diese Blutspuren und andere Sachbeweise deuten darauf hin, dass dieses Bauteil der Kabinenhaube die Überlebenschance der Insassen des Luftfahrzeuges wesentlich verringert hat. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes hat aus diesem Grund eine Sicherheitsempfehlung für die Überprüfung des Unfallverhaltens, des Cockpithaubenverriegelungsmechanismus, insbesondere des Baudenzuges und der Verriegelungsbolzen des Luftfahrzeugs und baugleicher Cockpithaubenverriegelungsmechanismen an die Europäische Luftfahrtbehörde EASA gerichtet. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes schließt die Untersuchung des Unfalls mit der Veröffentlichung des Unfallberichts ab.